Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns einen Klassiker an, der auch bei uns auf dem Kanal nicht fehlen darf, nämlich das Thema Schichtfleisch. Es ist uns nach wie vor völlig unklar, wie es passieren konnte, dass wir in 5 Jahren YouTube oder Barbecue-YouTube es nicht geschafft haben, einmal Schichtfleisch auf dem Kanal zu verfilmen. Absoluter Klassiker, der tatsächlich nie fehlen darf und natürlich bei uns auch nicht fehlen darf. Wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, da gibt es ja zigtausend Varianten und wir haben heute, ich sage mal, ein kleines Handicap. Und dieses Handicap nutzen wir in dem Fall sehr gut für uns. Für alle, die uns das allererste Mal sehen und in 5 Jahren noch nicht einmal gesehen haben und uns jetzt das erste Mal kennenlernen, ihr dürft uns gerne abonnieren und diesen, ich habe das hier hingemalt, smash den Daumen hoch Button. Sieht man das? Ja. Das habe ich grafisch hier optisch super aufgewertet. Gut, kommen wir zum Rezept. Das wird wie folgt sein. Ich erzähle euch ein bisschen was drüber, was wir hier heute machen, wie das Ganze funktioniert und danach gehen wir ein bisschen auf die Technik ein. Ich habe gerade von einem Handicap gesprochen. Ihr seht, wir sind hier auf einer Dachterrasse. Das normale Schichtfleisch, der absolute Klassiker, kommt tatsächlich aus dem Dutch Oven oder wird im Dutch Oven gemacht. Das ist im Prinzip so ein Feuertopf aus Guss, der eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit hat. Ist das richtig, Johannes? Jo. Du als Ingenieur musst mich da immer korrigieren, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Guss nimmt generell viel Wärme auf und hat einen sehr guten Wärmeleitkoeffizient. Oh, danke, das hast du sehr gut beschrieben. Ja. Hätte ich niemals hinbekommen. Koeffizient, genau. Okay, wie dem auch immer sei. Es ist wie folgt, wir haben natürlich dadurch jetzt aber ein kleines Handicap, denn der Dutch Oven wird normalerweise klassisch mit Briketts oder Holzkohle betrieben. Das heißt, ich habe quasi hier so einen Feuertopf, ich nehme jetzt mal den hier, weil ich den gleich eh brauche, habe unterwärts Kohlen und oben Kohlen. Und durch die Menge der Kohlen kann ich beeinflussen, welche Temperatur hier drin anliegt. Jetzt ist aber so, angenommen, ich habe einen Balkon zu Hause und ich kann das eben nicht machen mit Kohle grillen, dann habt ihr die gleichen Voraussetzungen wie wir hier. Und wir können es damit behelfen, indem wir einfach einen Gasgrill nehmen. Das hier ist jetzt kein klassischer Dutch Oven, so wie man den kennt. Das ist im Prinzip hier einfach ein sehr, sehr hochwertiger, ich sag mal, Topf aus Guss, der auch einen sehr hohen Wärmeleitkoeffizienten hat. Genau sowas. Und den werden wir heute benutzen und gucken, dass wir da einen Schichtfleisch machen. Das heißt also für Menschen, die sagen, ich habe einfach nur einen Balkon oder ich möchte gar nichts mit Kohle machen, ich habe vielleicht auch einfach nur einen Topf zu Hause, ihr könnt gute Töpfe nehmen, so einen alten Bräter von Oma zum Beispiel oder was es da alles so gibt. Hauptsache, ihr habt irgendwas drinne mit einer vernünftigen Wand und einer guten Leitfähigkeit. Guss bietet sich in dem Fall einfach immer an. So, jetzt habe ich dieses schöne Gerät hier vor mir stehen. Gucken wir mal, Deckel auf. Hier sind auch so Nupsis drinne, ne? Das sorgt dafür, dass Zirkulation und dann tropft hier alles so vernünftig ab. Also ihr merkt, ich bin da technisch voll drauf. Ich weiß, dass es gut funktioniert. Bevor ich jetzt aber hier irgendwas reinschichte, gucken wir uns erstmal an, was für ein Fleisch wir hier verwenden. Ich habe jetzt hier Wespenfleisch. Wespenfleisch? Ja, die Dinger sind unglaublich, ne? Die sind überall. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber wir müssen hier irgendwo ein Nest haben. Und wir haben schon alles probiert, glaubt mir, wir kriegen sie leider nicht weg. Und ist ja auch illegal, die sind unter Naturschutz, Julian. Ich weiß, deswegen, ich sag ja gar, wir sind auch immer lieb. So, jetzt geht's los. Ich habe hier ein Schweinenacken. Und ich möchte noch mal ganz kurz einmal zeigen, was es ausmacht, wenn man seinen Metzger des Vertrauens unter der Dachterrasse sozusagen hat. So eine Qualität bekommt man da nämlich. Ich finde das immer wieder cool. Kann man das gut sehen, Hannes? Das sieht man gut, ja. Schön intramuskuläres Fett. Wirklich toll marmoriert. Ich meine, ein Schweinenacken ist grundsätzlich relativ fettig. Das ist auch wichtig bei dem Gericht, weil es einfach, ich sag mal, ein bisschen länger dauert, ein bisschen länger schmort, am Ende das Fleisch schön weich sein soll. Aber guckt immer mal drauf, wenn ihr Fleischqualität einkauft, dass ihr schaut, dass ihr wirklich sowas bekommt. Das ist echt richtig, richtig cool und macht auch eine Menge Spaß, damit zu arbeiten. Jetzt habe ich hier noch einen Rub. Da könnt ihr jede x-beliebige Würzmischung nehmen, auf die ihr Bock habt. In unserem Fall haben wir uns speziell für Magic Zero entschieden. Jetzt fragt ihr euch, was bedeutet Magic Zero? Es liegt auf der Hand. Dieser Rub hat tatsächlich keinen Zuckerzusatz. Es liegt förmlich auf der Hand. Zero. Ja, es ist Zero. Zero. Wer kennt die Zero-Oma? Wer die Zero-Oma kennt, ne, und sagt, ich bin doch hier nicht auf Malibu. Leck mich doch am Zuckerli. Zero. Zero. Wer die kennt, schreibt es bitte jetzt in die Kommentare oder drückt nochmal extra den Button auf Daumen hoch. Ich glaube, die Zero-Oma müsste relativ viel besorgen. Die kennt jeder. Die kennt jeder. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Zero-Oma kennt jeder. Sonst verlinken wir euch noch die Zero-Oma, wenn ihr den noch nicht kennt. Kriegen wir hin. Gut, auf jeden Fall. Magic Zero. Coole Sache. Und zwar, hier ist kein Zucker drin. Oder, ja, hier ist kein Zucker drin. Denn ich habe hier vorne noch Mais stehen. Der ist ein bisschen süßer.
Und ich werde später noch eine Barbecue-Soße verwenden, die auch süß ist. Das heißt ja ansonsten ein Zucker-Overload, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir uns für Magic Zero entschieden. Ihr könnt aber jeden Rub nehmen, auf den ihr Bock habt, der für euch irgendwie passt. Und da gehe ich jetzt ganz beherzt vor und würze erst einmal kurz das Fleisch. So, das Fleisch ist soweit fertig gewürzt, wie ihr seht. Ist immer so ein bisschen hier abhängig davon, wie ihr das macht, ob das dann alles reinrieselt oder nicht. Geht da ruhig und sparsam mit um. Ich sag mal, wenn das Ganze so aussieht, dass es schön haften kann, dann haben wir eigentlich ein tolles Ergebnis. Das müsste soweit passen. Und jetzt geht es darum, eigentlich nur noch den Topf zu schichten. Und das machen wir mal eben gemeinsam. Ich stelle das ganz kurz dafür mal hier zur Seite. So. Hol mir den Topf. Ganz unten im Topf legen wir Bacon aus. Ja? Bacon schützt das Ganze so ein bisschen, gibt auch wiederum Saft ab. Das heißt also, ich möchte eine Bacon-Schicht unten drin haben. Ich habe auch schon viele Gerichte gesehen, wo der Bacon im Prinzip auch oben drüber gelegt wird. Das möchte ich an der Stelle vermeiden. Ich meine, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich finde das immer ein bisschen doof, weil der dann oben so ein bisschen anpappt. Ich finde das nicht so schön, ehrlich gesagt. Julian, nochmal eine andere Frage, ne? Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn ich kein Schweinefleisch mag? Was würdest du für Fleisch empfehlen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Johannes. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht überrumpelt, aber nein. So vom Grundsatz her. Die Frage stellen sich vielleicht auch Zuschauer und deswegen kann ich die gerne beantworten. Also Schweinefleisch eignet sich deswegen sehr gut, weil es sehr fettig ist. Gerade so ein Nacken macht total viel Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme ein Kotelett, dann ist es schwierig, zumindest wenn es keinen Fettrand hat, da habt ihr dieses typische Schnitzelfleisch und das wird nicht so gut funktionieren. Das heißt aber auch, dass ich zum Beispiel Rind verwenden kann, am besten Rindernacken, schön fettigen Rindernacken und nicht so dieses, was ist da, Hufsteak? Ja. Hufsteak. Sowas natürlich nicht. Also alles, was Fett hat, kann man ganz gut verwenden. Ich muss zugeben, ich würde zum Beispiel mit Geflügel kein Schichtfleisch machen. Vielleicht seht ihr das anders. Auch das, ihr dürft uns gerne in den Kommentaren immer eure Meinung schreiben. Sprich, wenn ihr sagt, Geflügelschichtfleisch ist der Hammer, habe ich schon mal ausprobiert, dann bitte gerne, sind wir offen für. Können wir uns auch gerne mal angucken. Ich glaube, Wild ist auch gänzlich ungeeignet dann. Ja, genau. Wild natürlich auch, viel zu mager. Also ihr merkt schon, alles was fettig ist und das ist eigentlich immer so die Grundvoraussetzung. Jetzt gehe ich hier noch so ein bisschen über den Rand. Ich merke, dass unser Bacon nicht ausreicht dafür. Ist aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil dieser Topf hier, den ich hier habe ich gerade Topf gesagt, ist ein Topf, der hat wirklich eine tolle Wärmeleitfähigkeit. Wie gesagt, kostet leider auch eine Mark mehr, aber kann auch was. Und dementsprechend brauche ich da jetzt nicht so einen riesen Schutzfilm haben, aber es ist, denke ich, so optisch ganz schön. Guck mal, habe ich das schön gemacht? Sieht toll aus. Optisch? Na eins. Komm schon, sei ehrlich. Das ist der schönste Topf, den du je gesehen hast. So, jetzt geht's weiter. Hier ist jetzt Bacon drin. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Ding schichte. Und dann seht ihr gleich das fertige Produkt. Also, ich nehme mir hier ein paar Zwiebeln. Ist das dann okay, dass ich mit Zwiebeln anfange? Ja, ne? Jo. Die stelle ich hier so seitlich rein. Dann nehme ich mir Fleisch. Pack das daneben. Dann ein bisschen Paprika, dann habe ich hier Kartoffeln, finde ich ganz witzig die Idee, sind festkochende Kartoffeln mit einer schönen, Schale ist dran. Schale ist dran. Und die packe ich auch noch mit rein. Die steht da ja drauf. Ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen zerkochen, sicherlich, ist aber auch nicht schlimm, das Ganze wird eh nachher total schlotzig sein, von daher ist das okay. So, wieder Fleisch. Woran wir nicht sparen, ist Fleisch. Ich glaube, du hast gerade eine Schicht Zwiebeln vergessen. Aber ich weiß, aber ich habe mir gerade gedacht, ich will lieber mehr Fleisch als mehr Zwiebeln. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, schichten wir das hier mal zu Ende, oder? Jo. Jetzt noch kurz den Bacon hier liebevoll zurückklappen. So. Das sieht jetzt schon lecker aus, ne? Übrigens, ich habe mir gerade eben noch erklären lassen, dass das hier mit dem Bacon und der Leitfähigkeit nichts zu tun hat. Also bitte, vergesst, was ich gesagt habe oder verbessert mich halt einfach, oder? Fakt ist, dieses Ding hier hat ungefähr eine vergleichbare Größe, so 6 Liter ungefähr passen da rein, ne? Ja. Ungefähr 6 Liter. Ich mache mal Folgendes, wir verlinken euch alle möglichen Geräte, die man für Schichtfleisch nutzen kann, einfach unten in den Kommentaren, könnt ihr euch angucken und dann, mal schauen, ob das was für euch ist. Auch Dutch-Öfen, falls ihr sagt, ich kann das zu Hause selber nachmachen mit Kohle, dann verlinken wir mal ein paar Dutch-Öfen. So, jetzt mache ich hier oben noch eine Schicht Zwiebeln oben drauf. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, der ist jetzt richtig vollgepropft.
Also da kriegen wir uns alle mit satt, würde ich sagen. Und ich packe jetzt hier die Zwiebeln nochmal oben drauf. Das Ganze fällt ja eh noch ein bisschen zusammen und flotzt so ineinander. Und ihr seht auch, ich habe ein bisschen zu viel hier zusammengeschnitten. Das könnte man noch ein bisschen besser lösen. Und ja, die genauen Zutaten für diese Größe 6 Liter schreibe ich im Blog nieder und da ist dann alles zum Nachgucken. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wie immer. So, und jetzt kommt's, Leute. Man kann da Barbecue-Soße reinmachen, man muss es aber nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, ich verzichte auf Barbecue-Soße, habt ihr sozusagen den richtig coolen Fleischgeschmack. Wenn ihr es aber so macht wie wir jetzt, dann übertreibt ihr zwar ein bisschen, aber wir haben hier so eine riesen Literflasche Burger-Soße und das ist unsere Lieblings-Barbecue-Soße momentan, weil die einfach so, sie schmeckt, darf man das offiziell sagen? Ja, haben wir gesagt, sie schmeckt ein bisschen nach McRib, was heißt ein bisschen, so 95%. Ich glaube, die Abstimmung letztes Mal haben ergeben so 96-98% McRib-Vergleich. Und das heißt, ich sorge jetzt dafür, dass unser Schichtfleisch tatsächlich ein bisschen nach McRib schmeckt. Nicht zu viel, gebe ich zu, davon zu nehmen, weil die karamellisiert oben und wird dann auch mal dunkel. Aber so ein bisschen was geht auf jeden Fall drauf, weil diese Soße ist einfach der Knaller. Und ja, komm, einen noch. Achtung für dich. Okay. Sehr gut. Damit habe ich meinen Soll erfüllt und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das Ganze technisch am Grill umsetzen. Wenn es um die Technik geht, darf ich wieder vor die Kamera und euch erklären, warum, wieso, weshalb. Aber vorab habe ich nochmal eine Frage an euch. Nämlich, wir haben jetzt hier einen klassischen Ansatz gewählt, das heißt so den Schichtfleisch-Klassiker gemacht, wie er schon in einer Vielzahl auch gezeigt wurde. Es gibt mit Sicherheit 1000 Abwandlungen. Habt ihr ein Lieblingsrezept? Habt ihr irgendwie, keine Ahnung, hier kam eben die Idee auf Kassler und Ananas zu kombinieren. Kann ich mir noch nicht so lecker vorstellen. Vielleicht habt ihr eine geile Idee. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Tauscht euch da auch untereinander aus. Dieser Austausch ist wichtig, weil so können alle irgendwie voneinander lernen und nicht nur ihr von uns, wenn wir das Video drehen, sage ich mal so. Gut, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, Technik. Wir nutzen, wie anfangs schon erwähnt, den Gasgrill. Hier ist es relativ einfach für uns. Ich habe links 2 Brenner angemacht, rechts 1 Brenner. Habe ich einfach nur gemacht, um richtig Hitze zu kriegen. So haben wir nämlich gute 180 Grad im Grill. Zu heiß will ich es gar nicht. Wenn ich es zu heiß habe, verbrennt mir das alles viel zu schnell. Denn die ganze Hitze, die erstmal äußerlich an diesen Topf rangeht, muss ja dann noch reinziehen und irgendwie bis in die Mitte vordringen und alles gleichmäßig garen. Und das kriege ich bei 180 Grad ganz gut hin. Natürlich mache ich auch den Deckel auf mein Gefäß. Ich stelle es auch schon mal rauf. Zack. Hier muss ich jetzt nichts machen, außer Deckel schließen und ein paar Stunden abwarten. Nämlich so lange, bis es fertig ist. Die genaue Zeit wie immer am Ende des Videos. Aber für alle, die jetzt sagen, okay, ich nutze aber einen richtigen Dutch Oven und ich will mit Briketts arbeiten, kann ich jetzt per se auch nicht sagen, wie viele Briketts wohin, denn das liegt natürlich an der Größe des Dutch Ovens. Bei einem größeren Dutch Oven brauche ich auch mehr Briketts, bei einem kleineren brauche ich weniger. Grundsätzlich aber gilt, ich brauche unten drunter ein paar Briketts, Hitze steigt auf, das heißt, unten drunter brauche ich gar nicht so viel. Für die Oberhitze, da lege ich ein paar mehr oben drauf und dann kriege ich eigentlich eine sehr schöne Umluft in so einem Dutch Oven oder eine sehr schöne Temperatur über diesen ganzen großen Gusseisentopf hin. Ja, auch dann, wenn ich Briketts nutze, heißt es eigentlich nur noch abwarten. In meinem Fall jetzt, ich denke, was schätzt du, Julian, 2 Stunden? Würde ich tippen, ja. 2,5 Stunden, wir gucken mal. 2,5 Stunden, ich wollte gerade sagen. Was ist das Ziel? Wie soll es denn am Ende aussehen? Naja, im Idealfall ist es so, die Zwiebel verliert ganz viel Flüssigkeit, der Bacon verliert Fett, das Fleisch verliert Fett, das heißt, da drin entsteht ein richtig schöner Sud. Das heißt, es kocht dann auch irgendwann da drin und das Fleisch zerkocht, wird richtig weich. Und im Idealfall habe ich am Ende so ein richtig schön weiches, weich gekochtes Fleisch mit so einer richtig schönen Schlotze, also einer nicht dünnflüssigen, eher einer dickflüssigen Masse da drin und kann das Ganze dann essen mit dem lecker Gemüse und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, wie es wird und freue mich auch aufs Ergebnis. Zweieinhalb Stunden später kommen wir nun endlich zum Fazit und ich kann euch eins sagen, ich weiß, was die Magie von Schichtfleisch ausmacht, nämlich die Tatsache, dass ihr einfach mal alles nach Schichtfleisch riecht. So ein bisschen Pulled Pork-Effekt, du hast überall Geruch in der Nase, es riecht total geil und ich kann euch sagen,
Das hier sieht super lecker aus. Hier sind auch schön drei Brötchen, ne? Unser lieber Jonas, der soll ja auch noch eins bekommen. Ein kleiner Insider, warum ich jetzt gerade lachend darüber gucke, er weiß Bescheid. Also hier liegen drei leckere Brötchen mit Schichtfleisch und ich würde sagen, ich probiere das Ganze. Ich kann euch sagen, hier oben ist nichts verbrannt. Das hat wunderbar funktioniert. Es sieht richtig schlotzig aus. Ich weiß nicht, Hannes, kannst du das bitte mal einfangen? Hier, so. Wie schlotzig das Ganze ist. Herrlich. Und ja, Bacon ist drin, alles ist drin und dieser gesamte Geschmack ist jetzt in diesem Topf. Also ich könnte mir vorstellen, schon den Saft als Suppe zu essen fast, ne? Ich ja, beiß jetzt rein, okay? Langsam ist abgekühlt. Ich habe lange geredet, damit es abkühlt, weißt du? Hast du dir nicht auch gerade ein Bad eingelassen mit dem Sud? Genau, genau. ihr könnt es vielleicht nicht gehört haben, ich habe mir gerade noch ein Bad mit dem Sud eingelassen. Gucken wir mal. Ja, der Bart ist auf jeden Fall schon voll mit dem Sud. Okay. Sagst du, ich soll auch mal? Super. Okay. Da fehlen einem immer die Worte. Super saftig. Aroma ohne Ende drin. Barbecue-Soße übertüncht hier auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich liebe diesen McRib-Geschmack einfach. Das ist super geil. Oha. Oh. Oh, mir fällt kein Stück. Mal gucken. Und? Boah, Alter, das kann ich zerdrücken. Und die Kartoffeln sind auf den Punkt. Hier kann man vielleicht sehen, das ist eine Kartoffelscheibe. So. Kann ich ganz normal nehmen, auseinanderziehen. Ja, wie ein Stück Fleisch, warte. Gut machen. Wir nennen das einfach mal den Kartoffel-Brisket-Test. Ihr müsst die so halten können, dass sie nicht auseinanderfällt. Das ist wichtig. Aber beim Ziehen? Dann leicht ziehen und dann lösen sie sich. Habt ihr eine Top-Kartoffel? Mega. Oh ja. Riesensauerei. Wir essen jetzt auf. Ich bin auch ehrlich, ich brauch's Brötchen nicht. Unglaublich geil. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Bitte, ich hab's hier extra hingemalt. Smasht den Daumen nach oben Button. Kommentiert fleißig. Wir sind total gespannt auf eure Ideen, was ihr so mit Schichtfleisch angestellt habt. Und wir haben jetzt hier gefühlt 3 Kilo vor uns. Und, nicht nur gefühlt, ist ein Fakt. Es wird auf jeden Fall jetzt hier hardcore geschlemmt. In diesem Sinne, Daumen nach oben abonnieren, Podcast reinhören, Newsletter abonnieren. Alles. Daumen nach oben hast du, glaube ich, abonnieren, auch Glocke aktivieren. Oder kommt einfach mal Newsletter, Podcast. Jetzt reicht's. Okay, also, tschüss. Mach's gut, ciao. Ach so, ich habe vergessen, Daumen nach oben unbedingt. Abonnieren. Ich habe Daumen nach oben noch gar nicht gesagt heute. Oh, Wespe. Alter Schwede. Lecker.